In Gießen kommt einiges zusammen, aber viel des Verkehrs stammt aus dem Umland und wirkt sich auch dort aus. Denn Autos mit ihrem Lärm, Schadstoffausstoß und Flächenverbrauch belasten alle Durchgangsstraßen, Ortskerne und Wohngebiete. Zeit also für eine Verkehrswende. Doch leider scheint die in weiter Ferne. Im Gegenteil, neue Industriegebiete werden ausgewiesen, allen voran ein riesiges Gebiet bei Gabenteich, auf dem ein verkehrsintensives Outlet-Center angesiedelt werden soll. In Reiskirchen und, so zu befürchten, dann in der Folge auch um Grünberg, sind riesige Umgehungsstraßen in Planung, die wertvolle Landschaftsbestandteile verschlingen würden. Und das Geld, welches dringend gebraucht wird, um eine Verkehrswende einzuleiten. Wir wollen das ändern und haben beispielhaft für das Wissigtal einen Plan erarbeitet, wie durch eine deutliche Stärkung des Bahn- und Bussystems sowie ein dichtes Netz von Fahrradverbindungen das Auto verdrängt werden kann. Zugunsten der Lebensqualität in den Orten, zum Schutz der Landschaft, zur Rettung des Klimas und um nicht weit entfernte Teile der Erde durch die Rohstoffgewinnung für Bau und Betrieb der Fahrzeuge zu ruinieren. Entlang des Wiesecktals reihen sich vier Gemeinden auf. An der Mündung in die Lahn liegt die Stadt Gießen, für die dieser Bach und nicht die Lahn das zentrale Gewässer darstellt. Doch leider ist der Verlauf rund um die Innenstadt stark verbaut und meist beidseitig mit Straßen zugepflastert. Hier etwas zu ändern wäre wichtig. Für Gießen haben wir daher ebenfalls ein Verkehrskonzept erarbeitet und unsere Betrachtung hier beginnt erst am Ostrand der Stadt. Dort durchfließt die Wiesek zwei Orte der Gemeinde Busseck. Die weiteren Ortsteile liegen beidseitig an den Talhängen. Weiter bachaufwärts folgt dann Reiskirchen mit gleich drei Ortsteilen direkt am Bach und weiteren südlich und nördlich des Tales. Die Wiesek entspringt dann nördlich von Grünberg, deren meisten Ortsteile daher bereits zu anderen Tälern gehören. Doch die wichtigsten Verkehrsverbindungen laufen von hier weiter in den Vogelsberg. Auch die östlich anschließende Gemeinde Mücke gehört noch zu diesem Einzugsgebiet Richtung Gießen und Rhein-Main. Die Ausgangslage in diesem Raum ist zweischneidig. Einerseits durchziehen zwei stark frequentierte Straßen das Tal. Zum einen die Autobahn A5, zum anderen die Bundesstraße B49. Andererseits verlaufen auch zwei Verkehrsachsen entlang der Wiesek, die verstärkt und dann optimal als Rückgrat einer Verkehrswende genutzt werden können. Zum einen die Vogelsbergbahn, die leider noch nicht in allen Orten hält, und der überregionale Ost-West-Fahrradweg R7. Diese beiden bilden den Ausgangspunkt unserer Überlegungen. Die Vogelsbergbahn durchzieht das gesamte Wiesektal. Doch die Bahnstrecke ist schlecht ausgebaut, weshalb kein dichter Zeittakt möglich ist. Zudem fehlen Haltepunkte, sodass einige Orte und selbst Schulen schlecht oder gar nicht angebunden sind. Wir schlagen einen neuen Haltepunkt in Röttgen vor. Platz für einen Bahnsteig besteht an mehreren der Bahnübergänge. Zudem fehlt in Großen Busseck mindestens ein Haltepunkt an der Leppermühle und Martin-Luther-Schule. Dann wäre auch das Industriegebiet mit seinen vielen Arbeitsplätzen angebunden. Platz ist hier bei drei parallelen Gleisen ebenfalls genug. Zu prüfen ist ein besserer Übergang zur Gesamtschule, entweder durch einen neuen Halt an der Straße vor der Schule oder durch einen besseren Fußweg vom vorhandenen Bahnhof, zum Beispiel durch einen Übergang gleich zur anderen Seite der Gleise. Ein ganz wichtiger zusätzlicher Haltepunkt muss in Lindenstrud entstehen. Dieser Ort ist bislang nur durch wenige Busverbindungen angeschlossen, obwohl hier nicht nur über 1000 Menschen wohnen, sondern durch die Firma Weiß fast 1000 weitere Personen täglich in den Ort pendeln, bisher vor allem per Auto. Platz für einen Bahnsteig ist vorhanden. Durch den zusätzlichen Halt in Lindenstrud verlängern sich die Fahrzeiten zwischen Reiskirchen und Grünberg. Dieser Streckenabschnitt ist jetzt schon das Nadelöhr der Vogelsbergbahn, weshalb viele Züge in Göbelnroth und Sasen nicht halten. Um bessere Taktzeiten zu erreichen, braucht es in der Mitte ein zusätzliches Begegnungsgleis. Da dort Sasen liegt, der Bahnhof früher über zwei Gleise verfügte und der Unterbau zu großen Teilen noch erhalten ist, liegt der Bau eines Ausweichgleises an dieser Haltestelle nahe. Ob auch für Grünberg ein weiterer Haltepunkt, zum Beispiel am westlichen Ortsrand, nützlich sein könnte, muss geprüft werden. Ohnehin wird der Ort ein besonders gutes Zubringersystem per Bus brauchen, liegt der Bahnhof doch von vielen Wohngebieten und vor allem der Schule plus umgebenden Einrichtungen recht weit entfernt. Zudem soll es nach unserem Vorschlag Veränderungen in Richtung Gießen geben, die die Attraktivität der Vogelsbergbahn erheblich erhöhen würden. Schließlich zieht die Stadt als Zentrum Mittelhessens und Umsteigepunkt Richtung Rhein-Main den größten Teil des überörtlichen Verkehrs an.
Ein Teil der Züge, die zukünftig zumindest ab Mücke in einem dichteren Takt fahren, soll nur bis zum neu einzurichtenden Bahnhof Röttgen auf der vorhandenen Vogelsbergbahn verkehren, um dann als Straßenbahn auf neuen Gleisen direkt in die Innenstadt zu fahren. Solche sogenannten Regiotrams sind in Kassel und Karlsruhe schon erfolgreich im Einsatz. In Gießen ist das besonders erfolgversprechend, weil die Stadt über ein sternförmiges Schienennetz verfügt, welches durch die Reaktivierung der Lumnatalbahn noch verdichtet wird. Damit nach einem solchen Ausbau viele Menschen auch tatsächlich das Auto stehen lassen, sollte die Innenstadt für Autos ganz gesperrt und der Nulltarif eingeführt werden. Zur Vogelsbergbahn und zu den Gemeindezentren braucht es bequeme und schnelle Buszubringer aus der Umgebung. Bislang jedoch verlaufen die Hauptbuslinien bahnparallel Richtung Gießen. Wer von einem Ortsteil zum anderen will, muss oft über Gießen fahren. Die Fahrzeiten sind entsprechend lang. Wir schlagen eine ganz andere Buslinienführung vor. Statt nach Gießen fahren zwei Busse in entgegengesetzter Richtung jeweils durch eine Doppelschleife, also in drei Kreisen. Dabei verbinden sie jeweils zwei oder drei Orte, kreuzen dann die Vogelsbergbahn mit Anschluss an die dortigen Züge, um dann im gleichen Prinzip wieder durch weitere Ortsteile mit folgender erneuter Bedienung des nächsten Haltepunktes an der Bahn zu verkehren. So werden alle Ortsteile direkt an den nächstgelegenen Bahnhof und damit auch an die Zentren der Gemeinden mit schnellen Verbindungen angeschlossen. Die Haltepunkte der Bahn sollten so gestaltet werden, dass der Bus direkt neben dem Bahnsteig hält und ein kurzer, überdachter und barrierefreier Übergang zwischen Zug und Bus möglich ist. Im ländlichen Raum liegen Start und Ziel einer Reise oft weiter auseinander. Um dennoch autofrei leben und mobil sein zu können, braucht es neben einem attraktiven öffentlichen Nahverkehr guter und schneller Radwegeverbindungen. Diese können außerhalb von Ortschaften als Verbindungen über Feldwege in gemeinsamer Nutzung mit landwirtschaftlichem Verkehr bestehen, wobei auf eine gute Oberfläche zu achten ist. Durch die Verstärkung bestehender Verbindungen, nötigen Ausbauten als Lückenschluss und einzelnen neuen Fahrradwegen soll ein Netz entstehen, mit dem alle Ortsteile jeweils an den nächstgelegenen Haltepunkt der Vogelsbergbahn und an den zentralen Ort der Gemeinde angebunden sind. In zumindest den größeren Ortsteilen sollen Fahrradstraßen ausgewiesen werden. Deren Einrichtung hat bereits in einigen Städten, vor allen Dingen in Dänemark und Holland, aber auch im westfälischen Münster, zu einer Verschiebung des Verkehrsanteils auf ca. 50% geführt. Radfahren ist dann das wichtigste Verkehrsmittel, so häufig wie alle anderen Verkehrsarten zusammen. Gibt es ein attraktives und dichtes Fahrradstraßennetz, folgt diese Verlagerung weg vom Auto. Was aber ist eine Fahrradstraße? Ein kleiner Clip aus Hamburg erklärt das. In Hamburg trifft man immer häufiger auf dieses Verkehrsschild, Fahrradstraße. Nur, was bedeutet das genau? Eine Fahrradstraße unterscheidet sich von anderen dadurch, dass Radfahrer Vorrang haben und die gesamte Straßenbreite zum Radfahren genutzt werden kann. So dürfen die Radfahrer auch nebeneinander fahren. Übrigens dürfen auch Autos und Lieferverkehr rein, aber nur, wenn unter dem Verkehrsschild Fahrradstraße ein entsprechendes Zusatzschild angebracht ist. Autos sind aber trotzdem nur Gäste auf der Fahrradstraße und dürfen auch nebeneinander fahrende Radfahrer nicht drängeln. Was in jedem Fall für alle Verkehrsteilnehmer gilt, ist Tempo 30. Die Straße wird so gestaltet, dass der Verkehr auf der Fahrradstraße Vorrang hat. In Hamburg zum Beispiel werden dafür die Einmündungen zu Gehwegüberfahrten umgebaut. Damit sind Fahrzeuge aus den Nebenstraßen wartepflichtig. Autos dürfen nur an ausgewiesenen Plätzen parken. So, wie man das bereits von der Tempo-30-Zone kennt, wird sowohl der Beginn als auch das Ende mit einem entsprechenden Verkehrsschild angezeigt. Insgesamt bieten Fahrradstraßen den Radfahrern deutlich mehr Sicherheit durch reduzierten Autoverkehr, Vorfahrt an Kreuzungen und Zufahrten sowie einen hohen Komfort durch einen guten Fahrbahnbelag und gewährleisten eine gute Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer. Damit ermöglichen Fahrradstraßen ein schnelles und konfliktarmes Vorankommen. Nötig und möglich sind solche Fahrradstraßen in den größeren Ortsteilen, also vor allen Dingen in Alten und Großenbusseck, Reiskirchen und Grünberg, aber auch in manchen weiteren der Dörfer rundherum. Zusammen mit dem Hauptweg R7 und den von dort in die umliegenden Orte führenden Verbindungen über dafür ausgewiesene und befestigte Feldwege bilden sie das Rückgrat einer Wende vom Auto zum Fahrrad. Rundherum braucht es weitere kleine Maßnahmen, bessere Abstellmöglichkeiten, Leihfahr- und Lastenräder, gute Ausschilderungen und so weiter.
Beides zusammen, ein Netz von Fahrradstraßen und ein attraktives Nahverkehrsangebot zum Nulltarif, wird den Autoverkehr stark eindämmen. Das wäre der wichtigste Schritt, in den Orten entlang der Wiesek Platz zu schaffen für ein buntes, entspanntes Leben mit umweltfreundlicher und sozial gerechter Mobilität. Auch wenn unsere Vorschläge viele der bestehenden Probleme lösen würden, nicht vergessen werden sollte, Verkehr einzusparen. Eine Politik der kurzen Wege, die Versorgungs- und Kultureinrichtungen in Ortszentren und Stadtteile zurückbringt, bildet die letzte Säule unseres Vorschlags zur Verkehrswende. Einen Plan, der nicht mehr länger nur das Schlimmste verhindern will und im Kleinen herumprokelt, sondern Leben und Bewegen in und um Gießen eine ganz neue Perspektive gibt. Wir freuen uns über eure Unterstützung und ein Ende von Lärm, Gestank, Angst und Gedränge in Stadt und Umland.